Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar habe ich heute Dead Sea für euch. Ich bin heute wieder mal im Steam unterwegs gewesen und habe mir die News angeguckt. Und dann bin ich auf dieses kleine Stück gestoßen, das ich für knapp 5 Euro mir gesaugt habe, weil eigentlich die Beschreibung sehr vielversprechend war. Es stand, wie ihr auch hier lesen könnt, es ist ein Open-World First-Person-Survival-Game mit Elementen aus Horror, Adventure und Puzzle. Das heißt, sollte eigentlich was ganz Geiles werden. Ihr seht auch schon den Trailer. Der sieht eigentlich, ja, geil aus, kann man sagen. Die Engine ist die Cry-Engine, von daher die Grafik passt sowieso. Und ja, ich dachte mir, klar, saugst du dir das Ding mal. Im Steam steht, man soll das Ding nicht kaufen, irgendwas ist schiefgelaufen, bla bla bla, bla bla blub. Weil irgendwie Steam das Ganze veröffentlicht haben soll, ohne irgendwie durch einen Glitch oder was. Und ja, keine Ahnung. Ist mir scheißegal, ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen und die meisten Leute waren begeistert von dem, was spielbar ist. Und was spielbar ist, das zeige ich euch jetzt. Ich springe kurz ins Spiel und wir sehen uns gleich wieder. Zurück im Spiel. Das hier ist das Hauptmenü. Wie ihr seht, ja, sieht noch nicht so ganz wirklich fertig aus. Aber das soll uns einfach mal nicht stören. Hier haben wir die ganzen Einstellungen, die wir kennen, ganz normal. Das Einzige ist, wenn ihr ein Spiel startet und sterbt oder neu beginnt oder irgendwas, müsst ihr das Ganze hier wieder neu einstellen, weil die Settings nicht gespeichert werden. Dann, was noch zu sagen ist, wenn man hier auf die Controls klickt, kann man hier mit dem Xbox Controller oder mit der Tastatur. Nur ist jetzt das Problem hier in Vehicle, yes, also das ist die Fahrzeugsteuerung. Und wenn wir die normale Steuerung wählen, ploppt das Ganze hier nach links aus dem Bild. Und ja, ihr wisst, was ich meine, ist ein bisschen blöd. Keine Ahnung wieso. Okay, egal. Zurück. Dann, Multiplayer habe ich versucht, funktioniert nicht, es findet keine Server, du hast keine Spieler, du kannst kein Spiel hosten, hier funktioniert nicht. Dann habe ich den Singleplayer probiert, hier hat es ein paar Maps, ihr seht, das hier, ups, jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr, wieso nicht, was ist denn los, naja, es funktioniert irgendwie. Ich gehe mal zurück und nochmal rein. Ja, jetzt. Das hier wäre eigentlich die Map vom Spiel. Die das Survival Map in der Wüste, die man von den Bildern kennt. Funktioniert nicht. Das Game crasht. Dasselbe mit allen anderen hier. Alle Maps funktionieren nicht. Hier gibt es noch das Airfield. Das ist einfach ein Flughafen, wo ein paar Humvees und Flugzeuge rumstehen, die man ein bisschen ausprobieren kann. Also nur die Humvees und die Helikopter kann man ausprobieren. Es gibt da einen Panzer, den man fahren kann. Und ja, das war's. Und dann gibt es noch Forest und das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Load und gucken, was uns erwartet. Das ist eigentlich mehr, wie soll ich sagen, eine Grafikdemo. Was uns da erwartet, weil viel ist wirklich noch nicht drin. Aber wie ihr sehen werdet, die Grafik ist geil. Wir haben hier natürlich typisch... Oh, die Maus ist invertiert. Moment kurz. Nope. So. Und weiter. Ja, viel besser. Okay. Wie ihr seht, wir haben hier eine Pistole. Wir haben eine Schrotflinte. Eine Granate. Und ein MG. Wie gesagt, das Spiel ist von der CryEngine und ihr seht schon, es sieht verdammt geil aus. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach verdammt hübsch. Und ja, wir haben jetzt hier eine kleine Mission und zwar Find the House, Kill the Occupant. Machen wir jetzt einfach mal. Wir laufen hier ein bisschen entlang, gucken uns das Ganze hier an und ich muss echt sagen, gefällt mir gut. Gefällt mir echt verdammt nochmal gut. Aber es ist halt leider erst... Ja, eigentlich eine Grafikdemo und die Hauptmap funktioniert noch nicht. Und ja, klar, es steht in Steam, man soll sich das Ganze nicht saugen. Aber
Ja, ich weiß nicht, auch wenn es nicht fertig ist, aber die Hauptmap sollte doch funktionieren, nicht? Hier gibt es schon Hühner. Müsstest du, wo muss das Huhn hin? Das ist weg. Und ihr seht hier, noch Wasser. Ah, da ist das Huhn. Ja, es glitscht ein bisschen durch den Stein, macht nichts. Gehen wir einfach weiter. So, und ihr seht schon, die Grafik ist wirklich geil. Ah, was ist da? Ein Frosch. Guck mal, ein Frosch. Habt ihr den gesehen? Geil. Das muss ich euch gleich hier, kann ich das vielleicht zeigen? Nee, ist zu wenig tief, oder? Nee, ist zu wenig tief. Ich zeige es euch weiter hinten. Da gibt es etwas ganz Geiles, das ich so eigentlich könnte ich mich nicht erinnern, das irgendwie im Spiel mal gesehen zu haben, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Gibt es bestimmt irgendwo. Gehen hier einfach mal weiter. Also die Grafik ist wirklich wunderbar, aber halt keine Gegner. Noch nicht. Oh, da ist ein Dorf. Okay. Wir müssen ja ein Haus finden. Oh, was ist das denn? Ich gucke mich jetzt einfach kurz mal ein bisschen um, bevor wir in die Stadt gehen. Weil ich habe hier nur kurz eine. Wow, nice. Ich habe hier nur kurz eine Minute ausprobiert, ob das mit dem Aufnehmen auch klappt und so. Aber weiter habe ich dann auch nicht gespielt. Also ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was passiert. Aber ja, ihr seht ja selbst, ich bin hier ein Stück rumgelaufen und es waren keine Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht Gegner noch kommen. Aber eigentlich ist es ja ein Survival-Game. Ich weiß nicht ganz, was das soll hier. Ehrlich gesagt, dass ich hier mit Knarren und alles spawne und ja, keine Ahnung. Wow. Ah, hier. Okay, hier ist der Typ. Der Schlafende, den wir töten sollen. Nee, ich würde sagen, wenn, dann richtig, oder? Boom. Okay, und jetzt? Ah, New Mission. Reach the Shore. Okay. Ja. Wer das war oder wieso wir den getötet haben, keine Ahnung. What the fuck? Yeah, geil. Ah, man kann die Dinge aufheben. Yeah, okay. Kann ich auch den Tisch aufheben? Ja, klar. Yeah, wie geil. Kann ich den Typen hier aufheben? Nee. Naja, okay, zurück zum Spiel. Hier noch einen schönen Wasserfall. Mache ich gleich mal einen Screenshot. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt mal zum Shore. Das wird das Dorf da unten sein, das wir vorhin gesehen haben. Hier war ich doch schon mal. Ah, wir sind im Kreis gelaufen. Kann das mal sein? Hier kann man rennen. Funktioniert ganz geil. Das kennt man ja von der CryEngine. Das Movement ist schon ganz schön nice. Ah, guck mal. Hasen und Frösche. Nee, ein Huhn. Ja, ihr seht, es ist alles ein bisschen verbuggt hier, aber kein Problem. Der Gartenzwerg. Bitch. So. Gehen wir mal zum Dorf runter, mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht gibt es hier irgendwas zu looten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was uns erwartet in diesem Spiel. Was, ja, was the Forest oder Forest. Was die Map hier soll, das hat eigentlich soweit gar nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Aber das Hauptspiel können wir ja nicht spielen. Und von daher, ja, spielen wir halt das hier. Zeige ich euch halt das. Und warten wir. Da steht übrigens auch im Steam, die Entwickler, die von Thailand sind, glaube ich. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie Thailand habe ich im Kopf.
haben im Steam geschrieben, dass sie in den nächsten Tagen ein Patch rausbringen werden, dass das Spiel wenigstens läuft, weil ja, wie gesagt, Steam irgendwie was verkackt hat durch einen Glitch oder was. Und ja, die sollen wollen ein Patch rausbringen und wir warten mal darauf. Vielleicht können wir ja dann die Map spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll, aber da ist doch das scheiß Boot. Ah, Mission complete. Hier, Mission. Okay. New Mission. Stop the boat. Wie soll ich denn das Boot stoppen? Wie? Ah, Granaten. Haha, das ist doch mal eine Idee. Muss ich nur gucken. Wo fährt der denn hin? Tiefenschärfe, irgendwie, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, aber irgendwie, das Wasser, wenn ich ranzoome, wird unscharf. Da, so rausgeschnitten. Seht ihr das? Wupp. Ha, komisch. Okay, der Typ kommt zurück. Macht ja auch Sinn, oder? Wenn wir beschossen werden, würde ich auch jederzeit zurückfahren. Ist der tot, oder was? Wieso stirbt denn der nicht? Ah, der ist tot. Und ich muss echt sagen, es sieht schon verdammt wirklich geil aus. Das Spiel, wenn das wirklich mal ein Survival-Spiel wird, und die sprechen da von DayZ, bla bla bla, wo ich ja eigentlich nicht wirklich glauben kann, bis jetzt. Aber wenn das mal so rauskommt, mit so einer, soll ich sagen, auf der CryEngine eigentlich, dann wird das ja ganz, ganz ein geiles Ding. Ja, aber komme ich denn hier nicht rauf, oder was? Ich will aufs Boot! Wie heißt das Teil? Cryboat. Komm schon, Alter. Komm schon. Geh da rauf, geh da rauf, geh da rauf. Fuck. Ja, und wie soll ich jetzt das Teil... Ich habe es doch zerstört, oder nicht? Okay, ich schwimme mal zurück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich habe auch gelesen, dass das hier das Boot zerstören die letzte Mission ist. Also von daher, ja, wie soll ich sagen, wenn wir das Boot zerstören, viel zu wenig weit und up, letzte Chance. Boom. Kein Boom. So kein Boom. Big Bada Boom. Scheiße. Ja, na, naja. Ja, na, na, ja, na, na, ja, na, ja, ja. Na gut, das wär's eigentlich. Weil, wie gesagt, das habe ich gelesen, dass, wenn man das Boot gesprengt hat, ist die Mission vorbei. Und somit auch das Spiel. Also, das heißt, man kann dann hier noch ein bisschen rumlaufen, sich das alles angucken. Sieht ja schon geil aus, aber ja, wie soll ich sagen? Bringt halt nicht viel, ne? Und wie gesagt, das ist das Einzige, was funktioniert. The Forest. Und wisst ihr was? Ich zeige euch noch ganz kurz. Hier. Noch ganz kurz, ganz, ganz kurz. Das Airfield. Ist eigentlich völlig sinnlos. Passt völlig nicht in das Spiel. Wird sehr wahrscheinlich von der CryEngine einfach irgendwie mitgeliefert. Und die haben das nicht ausgebaut. Und ihr seht hier, wir sind auf dem Airfield. Und wir können jetzt hier dem Humvee fahren. Flugzeuge und den Traktor, da können wir leider nicht besteigen. Aber was wir besteigen können, ist erstens mal... Moment kurz, muss zurückfahren. Wo war der denn? Irgendwo war hier ein fetter, fetter Panzer. Oh, hier. Alright. Den zeige ich euch jetzt kurz. Hat zwar überhaupt nichts zu tun mit dem Spiel eigentlich an sich. Was ist denn das da?
keine Ahnung. So. Und jetzt gucken wir mal. Hier irgendwo ein Hammi rumsteht. So, boom. Und als letztes fahren wir noch kurz zum Helikopter. Zum Hubschrauber. Weil den können wir auch fliegen hier. Wie gesagt, das ist ein Survival-Spiel. Wäre geil, wenn sie außer den Panzer die anderen Dinge im Survival-Spiel einbauen würden, dass man die finden kann. Natürlich ganz, ganz selten, aber wäre schon geil. So, und zum Abschluss machen wir noch einen kleinen Heli-Flug. Das Fliegen ist, wie soll ich sagen, extrem scheiße. Also man kann nicht wirklich lenken. Ich kann jetzt hier schon ein bisschen rumfliegen, so. Das funktioniert. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier drehen will, dann fliege ich irgendwie die Steuerung. Und ich bin ja wirklich in Arma und so extrem viel Helikopter geflogen, ohne Probleme. Und das hier, ihr seht schon, oh, das ist fast nicht zu kontrollieren. So, das ist echt extrem komisch, das Ding zu fliegen. Und darum werde ich jetzt einfach mal abstürzen. Bada boom. Und ja. Da sind wir wieder. Das wäre es eigentlich vom Spiel. Und ja, jetzt ist es gerade abgeschmiert. Passt ja gerade wunderbar. Ja, einen kleinen Einblick in das Spiel. Und ich würde es eigentlich noch niemandem empfehlen, das runterzuladen. Weil, wie gesagt, es ist noch nicht bereit dazu. Dead Sea sieht zwar hübsch aus, ist ja witzig zu spielen, aber ich würde es niemandem empfehlen, lieber noch ein bisschen warten. Am besten warten, bis der Patch natürlich rauskommt, den sie versprochen haben. Und ja. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach hoch und drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.